Hörst du mich? Ja. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Die chirale Dichte nahm fast genauso schnell ab. Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst... Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Sam, geh zu Mamas Labor. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Willkommen, Sam Porter Bridges.
sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Sie hat Hunger. Passt schon. So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnung deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja,
Das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain Nord City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber, vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Sie ist kalt, oder? Nicht bewegen. So,
Fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam. Ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South Knot City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung, behalte die Option einfach im Hinterkopf. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Thank you.
Das ist für dich.